Was wäre eigentlich passiert, wenn Harry Potters Sektumsemper Draco Malfoy getötet hätte? Das und mehr jetzt in diesem Video. Bevor wir starten, abonniert doch gerne den Kanal und schreibt einen Kommentar für den Algorithmus und das Video. Ansonsten lasst uns direkt loslegen. Im heutigen Video werden wir uns mit Harry Potter, Draco Malfoy, Severus Snape und einem besonders bösartigen Zauberspruch, nämlich Sectumsempra, auseinandersetzen. Wir alle kennen die Szene: der Halbblutprinz, stimmungsvolles Licht, Spannung in der Luft und später Draco liegt auf dem Boden in einer Lache aus seinem eigenen Blut. Aber was genau hat diesen Wahnsinn ausgelöst? Im Halbblutprinzen entwickelt sich Harrys Rivalität mit Draco Malfoy zu einem neuen Level. Ihre bisherige Dynamik, die einfach eher infantil und belanglos war, wird plötzlich sehr real. Nicht nur, dass die Jungen jetzt älter sind, auch die Welt der Zauberer um sie herum hat sich verändert. Lord Voldemort befand sich auf dem Weg zur Macht, und das bedeutete, dass Dracos Vater, ein Todesser, bestimmte Erwartungen an seinen Sohn hatte. Es half nicht gerade, dass Lucius in einem Buch zuvor in Azkaban eingekerkert worden war, etwas, wofür Draco Harry die Schuld gab. Ohne seinen Vater musste Draco plötzlich der Mann des Hauses sein. Er musste stark sein, um das Ansehen des Hauses Malfoy zu wahren. Aber in Wirklichkeit war Draco immer noch ein verwirrter Junge, der in eine Lebensweise indoktriniert worden war, die ihm merkwürdigerweise gar nicht entsprach. Bevor er am Abend in Hogwarts ankam, erhielt Draco von Voldemort eine Aufgabe, und zwar Dumbledore zu töten. Ein gewaltiger Druck lastete auf ihm. Sein innerer Konflikt ist von Anfang an schmerzhaft anzusehen. Er möchte diese Dinge nicht tun, aber er fühlt, dass er es muss, dass es seine Pflicht ist. Die Geschichte beginnt mit einem Paukenschlag. Draco verprügelt Harry im Zug, nachdem er in Hogwarts angekommen ist, und setzt damit den Ton für ihre zukünftige Beziehung. Später im Buch wird eine Mitschülerin von Draco und Harry, Katie Bell, von einem schrecklichen, nicht identifizierten Fluch getroffen. Nach eingehender Untersuchung wird schnell klar, dass der Übeltäter der Gegenstand ist, den Katie in der Hand hält, eine verfluchte Opal-Halskette. Es stellt sich später heraus, dass, obwohl Katie das Opfer des Angriffes war, er nicht für sie bestimmt war, sondern für Dumbledore. Das Ganze führt uns zu einem späteren Zeitpunkt in der Geschichte, in der großen Halle von Hogwarts, als Harry mit der inzwischen wieder genesenen Katie Bell spricht. Plötzlich betritt jedoch Draco Malfoy den Raum. Ich möchte vorausschicken, dass Harry zu diesem Zeitpunkt bereits ziemlich skeptisch gegenüber Draco war. Draco ist das ganze Jahr über herumgeschlichen und hat sich besonders arrogant verhalten. Harry benutzt die Karte des Rumtreibers, um Draco zu finden, der jetzt alleine ist, weinend auf dem Klo. Als Harry eintritt, kommt es sofort zu einem Duell zwischen den beiden. Harry gewinnt schließlich, nachdem er einen ziemlich neuen Zauber in seinem Arsenal benutzt hat: Sectumsempra. Obwohl wir Sectumsempra bereits in Harrys Zaubertränke-Lehrbuch kennengelernt hatten, war es das erste Mal, dass wir ihn in Aktion sehen. Und Junge, Junge, er richtete einige Schäden an. Sectumsempra ist ein bösartiger dunkler Fluch, der wie ein unsichtbares Schwert wirkt. Er verursacht Risswunden, Blutungen und Schnitte bei seinem Opfer. Oftmals liegt das Ziel nach einem Treffer regungslos da, während es Blut verliert. Ohne zu wissen, wie gefährlich der Zauber wirklich ist, trifft Harry die schlechte Entscheidung, ihn blindlings zu benutzen. Als er von dem Fluch getroffen wird, liegt Draco regungslos in einer Lache seines eigenen Blutes auf dem Boden des Badezimmers, während Harry über ihm steht und nicht weiß, was er als nächstes tun soll. In der wahren Geschichte taucht natürlich Severus Snape auf und rettet Draco, denn Snape war der Erfinder des Zaubers, den Harry benutzt hatte. Snape erkannte ihn sofort und glücklicherweise kannte er auch den passenden Gegenzauber, Vulnera Sanentur. Aber was ich heute untersuchen möchte, ist Folgendes: Was wäre, wenn Harrys Sectumsempra, der Zauberspruch, den er so unwissentlich gewirkt hatte, zum Tod seines Kindheitsrivalen geführt hätte? Was wäre, wenn Harry Draco Malfoy tatsächlich getötet hätte? Ich denke, die erste Frage, die beantwortet werden muss, ist: Warum wäre Draco in diesem Szenario denn gestorben? Meine Antwort darauf ist ganz einfach: Snape wäre einfach ein bisschen zu spät aufgetaucht und Draco wäre verblutet. Unbehandelt können die Risswunden von Sectumsempra ein Opfer schnell verbluten lassen. Ich habe den Eindruck, wenn Snape nur ein bisschen später gekommen wäre, wäre Draco gestorben. Ich glaube immer noch, dass Snape aufgetaucht wäre, er wäre halt nur einfach zu spät gekommen. Natürlich ist es wichtig zu erwähnen, dass Snape zu diesem Zeitpunkt Dracos eingeschworener Beschützer war.
Am Anfang des Halbblutprinzen geht Snape einen unbrechbaren Schwur mit Dracos Mutter Narcissa ein, indem er schwört, Dracos Aufgabe, Dumbledore zu töten, zu übernehmen, falls er nicht dazu in der Lage sein sollte. Snape verpflichtet sich außerdem, Draco vor Schaden zu bewahren, so gut er kann. Ein unbrechbarer Schwur ist ein bindender magischer Vertrag, der zwei Parteien verbindet und verpflichtet. Der Zweck ist einfach. Er soll eine andere Hexe oder einen anderen Zauberer an ein Versprechen binden. Wenn man das Versprechen, das man mit dem unbrechbaren Schwur gegeben hat, nicht einhalten kann, stirbt man. Und das wirft die Frage auf, wenn Harry Draco getötet hätte, hätte der Schwur dann auch Snape getötet? Meiner Meinung nach wäre Snape in dem Fall, dass Draco gestorben wäre, sehr wohl am Leben geblieben. Ich sage das, weil Harrys Tötung von Draco, zumindest aus meiner Sicht, ziemlich weit außerhalb der Reichweite von Snapes Schwur liegt. Snape hat zugestimmt, Draco vor Schaden zu bewahren, sicher. Aber das ist sicherlich ein milderer Umstand und er kann ja auch nicht alles kontrollieren, oder? Wenn Draco tot ist und Snape keine Verantwortung für Dracos Tod trägt, wäre Snapes Schwur mit Narcissa praktisch hinfällig und beendet gewesen. Außerdem denke ich, dass Snape, nachdem er am Tatort angekommen wäre, Harry gedeckt hätte. Er war sich des drohenden Rückschlags bewusst, der nach dem Tod eines Schülers eintreten würde. Hätten Snape und Harry aber zusammengearbeitet, um eine falsche Geschichte zu erzählen, die die Schuld auf Voldemort und die Todesser zurückführen würde, könnte Dumbledore, der alles weiß, natürlich die Wahrheit erkennen. Aber es gäbe keinen Grund für ihn, Harry rauszuwerfen oder ähnliches. Da Draco aus dem Weg geräumt wäre, gäbe es für Snape auch keinen Grund und keine Verpflichtung mehr, Dumbledore zu töten. Der einzige Grund, warum Snape Dumbledore tötete, war, um Dracos Seele zu retten, damit er es nicht tun muss. Und nun war Draco aber tot. Aber Dumbledore war immer noch krank, er war verflucht und sein Tod stand unmittelbar bevor. Ich bin mir nicht ganz sicher, was an diesem Punkt passieren würde, aber ich denke, dass, weil Dumbledore immer noch krank war, Snape ihn trotzdem getötet hätte, um seine Loyalität gegenüber Voldemort zu beweisen. Allerdings könnte dies auch erst etwas später geschehen sein. Als nächstes müssen wir uns Draco Malfoys Eltern ansehen. Ich glaube, es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass Lucius und Narcissa am Boden zerstört über den Verlust ihres einzigen Kindes wären. Draco war Lucius' einziger Sohn, der Mann, der als nächster seine eigene Blutlinie fortsetzen sollte. Und Narcissa, nun all ihre schlechten Eigenschaften beiseite, sie war Draco eine großartige Mutter und vor seinem vorzeitigen Tod tat sie alles, was sie konnte, um sicherzustellen, dass er beschützt wird. Die beiden wären am Boden zerstört und ich glaube, es würde nicht lange dauern, bis ihre Trauer in Wut umschlägt, in sogenannte Rachegelüste. Wenn Voldemort Draco getötet hätte, hätte er es ziemlich sicher offen zugegeben und Lucius wusste das auch. Daher hätte Lucius ableiten können, dass jemand anderes seinen Sohn getötet hat, und zwar Harry Potter. Um einen Beweis für diese Schlussfolgerung zu erhalten, würde Lucius zu Voldemort gehen und ihn eine Legilimentik-Stunde an Harry durchführen lassen, die den Mord an seinem Sohn bestätigen würde. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich Lucius und Narcissa auf dem Kriegspfad, fest entschlossen, den Jungen zu töten, der ihnen ihren Sohn weggenommen hatte. Es würde auch nicht lange dauern, bis sie Vergeltung üben würden, denn nachdem die Todesser in Hogwarts eingedrungen wären, würden Narcissa und Lucius direkt auf Harry losgehen, davon bin ich ziemlich überzeugt. Als Harry in die Enge getrieben werden würde, lege Lucius der Tötungsfluch auf der Zunge, genau wie in der Verfilmung von Die Kammer des Schreckens. Doch ich bin davon überzeugt, dass Voldemort ihn aufgehalten hätte und sich selbst das genommen hätte, was ihm zustand. Vor allem, weil er Lucius befohlen hat, den Jungen nicht zu töten, sondern ihn für ihn übrig zu lassen. Lucius hat versucht, ihm zu nehmen, was ihm zusteht, und er hätte Lucius dafür bestraft. Letztendlich hätte der Tod von Draco keinen großen Einfluss auf den Verlauf der Geschichte gehabt. Dumbledore wäre zu einem anderen Zeitpunkt gestorben, an seiner Krankheit, Harrys Verbrechen wären vertuscht worden und Dracos Vater Lucius hätte sein Schicksal in den Händen von Voldemort erlitten. Was später aus Harry geworden wäre, wenn sich der ganze Staub gelegt hätte und was das Töten von Draco für Harrys Psyche bedeuten würde, ist vielleicht eine ganz andere Geschichte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich mal ein gesondertes Video über Harrys Psyche nach diesem Vorfall machen soll. Und das war's mit diesem Video. Was haltet ihr davon? Habe ich irgendwas übersehen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, abonnier doch gerne den Kanal und gib dem Video ein Like, damit ich auch sehe, dass dir das Video gefällt. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.